Schon mal hoch. Genau, hier sterben ja andauernd Dinge. Hier wäre irgendwo ein Bluttank noch ganz nett. Das heißt, ich bapp mal. Bist du voll? Ah, du bist voll. Okay, gib mir. Durchgänge bitte auch noch. So. Du stehst da falsch. Was auch immer für ein Turm du warst. Das heißt, den Tank müssten wir jetzt auch noch anschließen, da hinten. So. Pipe to ground. Das müssten die ganz langen sein. Ja, Ditec. Gutes, altes Ditec. Weiß man, wo man dran ist, da weiß man, andere Farbe gleich besser. Viel besser. Und nicht, och, das könnte eventuell mehr Druck auf dem Rohr drauf haben. Oder das da sieht einfach nur anders aus. Und, ne? Bei Bob muss ich immer recht viel rumraten. Bei Ditec weiß ich, okay, MK2 ist besser in allem als MK1. Nee, ich hätte gern Untergrund. Wo sind Untergrunddinger? Warum habe ich einen Fisch im Inventar? Geh weg. Piu, piu. So, da. Genau, runter, hoch, runter. Und da dran. Das heißt, jetzt sollte der Tank auch geleert werden. Ja, tut er. Hatten wir hier noch irgendwo einen Bluttank rumstehen? Nee. Ich denke, wenn hier unten welche sterben, wird das auch bis nach da kommen, oder? Sonst hätte der sich nicht so schnell gefüllt. Ja, ja, das haut schon hin. Und wir brauchen ja eh nur noch eine Leiche, um das zu testen. Ob das wirklich so funktioniert oder nicht. Okay, was noch? Forschung. Wir forschen gerade nichts. Forsch mal in Richtung... Die da. Ja. Research. So. Was müssten wir jetzt allgemein noch im Auge behalten? Wir sollten im Auge behalten Eisen und Kupfer. Das sieht schon besser aus. Wie sieht es mit den Sondersachen aus? Wird schön produziert. Haben wir keine Engpässe. Naja, Plastik. Ja doch, ist alles gut. Okay. Ich überlege mir gerade, wo ich noch vermehrt Minibiegen hinsetzen sollte. Aber sowohl Stahl als auch Tin, das läuft leer. Hier bei den grünen Platten. Ich glaube, hier tue ich die hin. Allerdings können wir das hier nicht so schön... Naja, wenn müssten wir das denn hier hinsetzen? Weil hier unten haben wir gar keine Fabriken. Was soll's. So, irgendwann werden wir da irgendwas haben. So. So, so. Das heißt, sie sind jetzt noch schneller daran, das zu verarbeiten, was sie nicht haben. Oh, die Mine. Ja, ja, ja. Geh mal dahin. Ihr Jungs. Gottmodule. Haha. Okay. Dum, 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 dum. Werden sie irgendwann so schnell bewegen, dass wir sie gar nicht mehr sehen können. Und die verbrauchen dabei fast keinen Strom. Und alle Roboter sind ausgelastet, richtig? Nein, sind sie nicht. Ah, super. Pollution Cleaning Module. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen zu viel in Richtung Module gegangen. Ich glaube, ich lasse die mal ein bisschen sich erholen. Dass die Ressourcen wieder gepuffert werden. Und erforsche irgendwas anderes. Also entweder Replicator-Sachen. Zum Beispiel hier wäre ich interessiert, ob das dann wirklich die Weißen am Ende sind. Oder mit ganz normaler Forschung. Wobei, ganz normale Forschung... Irgendwas, was keine lila Tränke braucht und trotzdem irgendwie sinnvoll ist. Ionengranaten. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Nein, Autos. Genau, Autos und Panzer. Die wollte ich auch nochmal antesten. So, bau die bitte. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das so gar nicht so sehr. Was... Panzer, go. Ich muss mein Inventar ausmisten. Panzer. Mach mal
Will ich nicht. Will ich nicht unbedingt. Alles. Wie war das? Achso. Bitte einmal leer machen. Okay, die brauche ich wieder noch. Die auch. So. Rest aber leer machen. Also wir könnten jetzt einen Lasertank bauen. Das ist schön. Robotic Attack Drones Bulldozer. Nimm mal einen Bulldozer. Weil es sollte auch eine Möglichkeit geben, selber Panzer und Einheiten zu bauen. Und die dann quasi zu befehligen. So, da kann man einen Conker. Das stelle ich mir sehr cool vor. So, die Leichen kommen auch noch alle weg. Chitin, das. Das Grünzeug brauche ich, glaube ich, gerade auch nicht. Die Sachen, wozu sollte ich die brauchen? Die Replicator-Sachen. Die Sachen werden alle automatisch hergestellt. Ja, dafür vielleicht. Die Forschung ist völlig abgefahren. Hier, Robotic Attack Drone. Go. So kann ich bitte zum Atem kommen. Ich wollte Dinge tun. Nicht immer eine Forschung wegklicken. Die ist auch schon gleich fertig. Krank. Das ist einfach nur krank. Tank Cannon Damage Go. Gib mir eine Robotic Attack. Wo sind die? Stopp. War Robotic Gedöns. Ist das Bobware? Okay, also irgendwo bei den Bob-Sachen können wir jetzt eine Robotic Attack Drone bauen. Ja. Okay. Hör auf! Das ist auch noch auf dem Plan. Bessere Roboports bauen. Bulldozer Tank. Robotic Attack Drone. Da. Wir bräuchten Steel Gear Wheels. Ich kann sie auch mal kurz selber herstellen. So. Wo war das? Hier. Und rote Engines bräuchten wir noch. Da. Jetzt bauen wir eine Robotic Attack Drone und setzen sie mal vor die Mauer und gucken, was sie macht. Wenn sie irgendwas Dummes anstellt, schießen wir drauf. Wie geil! Das ist ein kleiner Panzer, der irgendwo hinfahren will. Kleiner Panzer? Ein nicht kontrollierbarer kleiner Panzer. Bau bitte mal ein Nachtsichtgerät, auch wenn das eklig grün ist. Oh, ich hoffe, irgendein... Okay. Also sie scheinen einfach zur nächsten Basis zu laufen. Wechsel mal auf. Alles doof gerade. Sie scheinen einfach zur nächsten Basis zu laufen. Das heißt, wir könnten theoretisch Fabriken bauen, die die Panzer herstellen und dann wird automatisch eine Armee aus Panzern losgeschickt, die den Gegner angreifen. Und wenn wir die noch hoch genug forschen, dann sollte das eigentlich auch einigermaßen gut Schaden machen. Also wir könnten die ganzen Planeten so säubern. Was jetzt aber nicht wirklich... Also in meinem Interesse ist es nur bedingt, weil unsere Forschung beziehen wir ja primär daraus, dass wir angegriffen werden. Es gibt, wie gesagt, noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber das habe ich bisher so gemacht. Wenn wir jetzt allerdings alle Aliens töten würden, also den ganzen Planeten quasi übernehmen, Gott, dann haben wir keine Alien-Attrakte mehr. Ne, wobei wir könnten immer neue Basen bauen. Ja, okay. Okay, wir haben jetzt einen kleinen Paradigmenwechsel. Wir sind jetzt ab sofort nicht mehr defensiv und wollen, dass irgendwelche Basen uns angreifen. Wir wollen jetzt den totalen Krieg. Wir werden alle Aliens vernichten, weil wir ihre Ressourcen haben wollen, die wir selber replizieren können. Das macht absolut keinen Sinn. Bau mir eine Fabrik für diese kleinen Panzerdinger. Da. Oder gleich zwei. So, du stellst bitte her.
Robotic Attack Drone. So, dafür brauchst du sehr viele Dinge. Oh, du brauchst sogar Lasertürme. Haben wir Lasertürme automatisiert? Forder mal Lasertürme an und guck, was passiert. Das ist der beste Test, ob wir es automatisiert haben oder nicht. Bronze Ruby Lasertürme. 20.000 Stück. Ein paar sollten wir im System haben, aber keine 20.000. 28. Naja. Wenn es irgendwo hergestellt werden würde, wäre die Kiste auf ein Stack wahrscheinlich beschränkt. Dann hätten wir mindestens 50 bekommen. Da wir keine 50 bekommen haben, ist es einigermaßen nachvollziehbar, dass wir keine Fabrik haben. Okay. Das heißt, wir bauen hier neben eine Fabrik. Dafür. Oh, du brauchst jetzt schon Lila. Nee, Lila will ich nicht. So, dann bitte Cannon Damage. Wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Und du stellst jetzt den Bronzeturm her. Das wäre der da. Dafür brauchst du nur Weak Capacitor, Braunstahl. Weak Capacitor, Braunstahl. Beschränkt wirst du mal auf 2 Stacks. Und Gott, und Gott, und Gott, und schnell, und schnell, und Ärmchen, und Ärmchen, und Ärmchen, und Ärmchen, und dich beschränken wir mal gar nicht. Achso, du brauchst noch andere Dinge. Du brauchst zwei verschiedene Arten von Chips. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht bisher. Dann brauchtest du auch noch Stieder, und du brauchtest noch Stahl, und Stahl, Gear Wheels und die Türme. Da. Steel Gear Wheel und Türme. Abgefahrenes Zeug. Da, Bronze, was auch immer, Laserturm. Instant fertig. Es kommt nur darauf an, dass es schnell genug eingelagert wird. Das heißt, wir verdoppeln jetzt die Kiste. Shift rechts, Shift links. Dadurch können wir schneller einlagern. Dadurch werden die schneller hergestellt. Und jetzt haben wir ein paar von den Dingern. Und die setze ich jetzt draußen aus und gucke, was sie machen. Fliegt, meine Minions, fliegt im Kreis. Jungs. Folgt mir. Folgt eurem Anführer. Aha. Okay, sie brauchen eine Weile, bis sie erkennen, wo der Feind ist. Und dann fährt auch nur ein Teil von ihnen los und sich nehmen andere Wege. Wo geht ihr hin? Piu, 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 piu. Also das Einzige, was ich sehe, ist, dass ich alles gegendenken kann. Das Einzige, was ich sonst noch sehe, ist, dass sie so gut wie keinen Schaden machen und meine Ressourcen ja einfach nur in Luft auflösen. Nicht überall Schrott rum. Ja. Also sie sind gut, um Gegner anzulocken. Keine Frage. Das sind sie. Aber sonst... Also selbst wenn ich davon Massen rauslassen würde, ich denke nicht, dass das so wirklich viel bringt. Aber das Konzept finde ich toll. Ich glaube, Yuki hat sowas ähnliches bei sich drin. Das heißt, wir sollten in den nächsten Folgen, jetzt wo wir so ein bisschen bei Cursed reingeguckt haben, bei Yuki reingucken und schauen, ob er da das besser gelöst hat. Ich glaube, wo war das? Also irgendwo konnte man... Genau, die da. Nakajima. Ranged Weapon Cyborg. Damit würde ich mich gerne auseinandersetzen. Allerdings muss ich daran denken, vorher, dass wir das mit der Leiche noch testen wollen. Bei Cursed. Guck ich mal jetzt, ob wir da schon eine zweite Leiche haben. Yep, haben wir. Okay, das heißt, ich... Wie mache ich das jetzt? Kann ich dich irgendwie rausschmeißen? Ja, es liegt ein kleines Männchen auf dem Boden. Bräuchte ich jetzt eine zweite Basis, oder? Kann ich das? Ich schau mal hier. Ja,
Nein, keine Bank. Bild. Bodies. Wir haben Hallo. Kann ich hier... Achso, jetzt tue ich hier eine zweite Leiche rein. Und jetzt kann ich... das nur umbenennen. Ich kann keine zweite Base bauen, oder? Rebirth on Base. Ich teste. Need Bodies, Talent, Tier 6. Das, wir haben den Body schon. Talents, Tier 6. Aha! Okay, also brauchen wir sowohl einen Körper, gehe ich davon aus, weil einen Körper haben ist toll. Zumindest am Anfang. Aber wir brauchen auch das Tier 6 Talent. Und wir brauchen das Tier 4 Talent für den Fischer. Das heißt, wir werden demnächst die Fabriken bauen, dass wir die Talente umwursteln können. Dann hoffentlich genug Talente bekommen, um einen Fischer zu bauen. Mit dem Fischer dann genug andere Talente oder Blut herstellen können. Und so uns nach und nach hochschaukeln, dass wir später uns in verschiedene Körper teleportieren können und wiederbeleben und so weiter. Damit wir das von Cursed auch mal abdecken. Die anderen Sachen, es gibt noch diese Miner und so, aber jetzt mit den Super Speed Mini Beacons brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine bessere Mine. Ist nicht wirklich hoch in der Produktivitäts Prioritätenliste. Aber das mit dem Körper hin und her teleportieren, das klingt noch interessant. Und dann bei Yuuki, also einmal dafür sorgen, dass die ganzen Yuuki Sachen vielleicht auch ein bisschen schneller laufen und besser laufen. Wobei das hier eigentlich recht gut aussieht. Und da passen sogar Gottmodule rein. Hier nicht, ja? Ne, beim Crusher geht's nicht. Aber das hatten wir da unten, glaube ich, auch schon verdoppelt. Ja, 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 ja. Also die laufen alle, die machen alles, alles gut. Dip, 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 dip. Das heißt, die Ressourcen sollten wir eigentlich haben für die Yuuki-Sachen. Wir bräuchten jetzt nur die ganzen Subkomponenten. Für ein Brain Parasite, für einen Shaden, für was auch immer das hier noch alles ist. Also das werden wir automatisieren, damit wir so eine kleine Armee aufstellen können. Weil die Idee von dieser Roboter-Armee, die wir da hatten, oder Panzer-Armee, die finde ich gut. Aber ich denke, das wird nicht gebalanced worden sein für die Ditech-Gegner. Also für Könige, Königin, Berserk und so weiter. Weil gegen normale Big Biter wäre es bestimmt super gelaufen. Aber, ne, Berserker zerreißen das Ding halt ganz einfach. So, das mal alles einsammeln. Jo, Angriff aus dem Osten ist gut. Bringt Blut. Und sind wir jetzt schon komplett einmal türkis rum? Strom ist okay, ja.